Na, dann fassen wir noch mal ganz kurz zusammen, wie wir die Einheiten eigentlich behandeln können, ohne dass man groß rechnen muss oder dass man sich da vieles merken muss. Nur ein Beispiel. Bisher haben wir gesagt, wenn zum Beispiel da steht, A ist 14 cm mal 5 Dezimeter, dann kann man ja die Zentimeter und Dezimeter noch nicht zusammenfassen. Man muss umwandeln. Entweder so oder so oder so. Also wenn ich zum Beispiel alles in Quadratmetern angeben muss, hier in diesem Beispiel, dann muss ich eben die Zentimeter und die Dezimeter in Meter umwandeln und kann dann entsprechend multiplizieren und dann geht das auch. Wenn ich jetzt aber sage, dass Centi eigentlich 100 heißt und Dezi Zehntel, dann kann ich auch sagen, okay, dann schreibe ich statt das Centi, schreibe ich Hundertstel, das Meter bleibt. Und hier schreibe ich Zehntel, das Meter bleibt wieder. Und dann kann ich sagen, 14 mal 5 ist 70, Meter mal Meter ist Quadratmeter und unten 100 mal 10 ist 1000. Dann kann ich noch die Nullen wegstreichen und jetzt ist es leicht, ne? Dezimalzahlen umwandeln. Vielleicht werde ich noch hier oben einen Link anfügen. Das Video wartet hier, das wisst ihr ja. Dann könnt ihr noch mal gucken, wie man mit solchen Dezimalzahlen und Divisionen oder Multiplikationen umgeht. Gut, das wäre die eine Variante. Was das noch für Nutzen hat, weshalb man das dann ganz schnell manchmal so auch anwenden kann. Beispiel, ich habe 24 Milliwatt und ich soll die in Watt umwandeln. Dann sage ich, Milli heißt 1000. Mille, mille grazie, 1000 Dank. Milli, 1000. Also Tausendstel in diesem Fall, weil Milli. Dann schreibe ich einfach die 24, die Watt schreibe ich auch ab und das schreibe ich als Tausendstel und dann kann ich wieder zuck zuck die Sache umrechnen. Oder R ist 5 Megaohm, ich möchte das in Ohm haben. Ja, dann sage ich, Mega heißt ja 1000 mal 1000, also eine Million. Ja, dann schreibe ich statt des Mega eine Million hin und sage 5 Millionen Ohm. Macht keiner so, wäre nur ein Beispiel. Noch eine andere Variante. Ich habe eine Länge von 4 Dezimeter, möchte die in Metern umwandeln. Dann sage ich Dezi, jetzt habe ich das mal nicht rot geschrieben, Dezi schreibe ich als Zehntel. Und dann sage ich 4 durch 10, ne, lässt sich ganz leicht umwandeln, ist 0,4 Meter. Oder eine andere Länge. Ich möchte 7,2 Dezimeter in Millimeter umwandeln. Nur mit Schreiben. Nebenbei, ich werde nochmal einen Link hier oben anfügen. Man kann es auch mit Hilfe einer kleinen Tabelle machen, die man sich ganz schnell hinschreibt. Das geht ruckzuck, geht auch. Aber jetzt mal hier dieses Beispiel mit unserem Vorgehen. Ich sage, okay, das Dezi heißt Zehntel. Und wenn ich aber Millimeter haben will, schreibe ich Millimeter hin, weiß aber, dass ein Meter, wenn ich den jetzt zum Millimeter mache, 1000 Millimeter sind. Dann kann ich hier die Nullen wegstreichen, habe also keinen Bruch mehr. 7,2 mal 100 sind 720 Millimeter. Ja, ich denke mal, das geht. Noch zwei Beispiele. Nehmen wir mal an, ich habe eine Rohrleitung oder irgendeine lange Leitung, irgendein Draht, weiß Draht und ich möchte mal wissen, oder irgendein Gegenstand, 5 Kilometer lang und nur 0,7 Millimeter entsprechend dick und ich möchte da also zum Beispiel einen Streifen auslegen oder irgendwas und ich möchte die Fläche berechnen. Kilometer und Millimeter ist ja ganz extrem. Hier lohnt es sich am meisten. Hier sage ich, okay, das sind wieder 1000 Meter. Hier sind es 0,7, die Zahl abschreiben, Tausendstel. Ich kann die 1000 gegen die Tausendstel rauskürzen. Meter mal Meter ist Quadratmeter. Peng. Oder R ist U durch I, wissen wir alle umgestellt. R mal I ist U. Ich habe 9 Kiloohm mal 4 Milliampere. Naja, welche Spannung ist gefragt? Ja, dann schreibe ich statt Kiloohm, schreibe ich Kilo. Das lasse ich. Volt pro Ampere ist ja Ohm, ne? Hier, ein Ohm ist ein Volt pro Ampere. Und das Milliampere lasse ich. Jetzt kann ich hier die Ampere gleich rauskürzen, wenn ich das Kilo noch und die 1000 entsprechend wieder hingeschrieben habe. So wie eben. Einfach bloß hinschreiben. Sage ich, okay, dann bleiben die 1000 fallen weg, dann bleiben 9 Volt mal 4 sind 36 Volt. Peng. Vorschlag, wer jetzt noch nicht genug hat, der guckt sich noch eine Übung an und dann hören wir auf. Ich drücke jetzt mal die Pause-Taste. Ihr auch zu Hause, schreibt die Aufgabe ab und probiert das mal aus. Wir sehen uns gleich wieder. Na, haben wir es so? Ich habe jetzt mal ein bisschen ausführlicher geschrieben. Ich schreibe übrigens sehr, auch für mich sehr gerne ausführlich. Also das habe ich euch mal als Vorgabe gegeben, mal als Tipp. Ihr habt umgewandelt, hoffe ich. Zentimeter, Zenti heißt Hundertstel, ne? Ein Cent ist ein Hundertstel vom Euro. So kann man sich's gut merken. Achtung, das war ein Quadrat. Deswegen Zentimeter mal Zentimeter und die 1,2 mal 1,2 und hier entsprechend Kilo in 1000 umgewandelt. Und dann konnte ich die Nullen rausstreichen, paarweise, zack, 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 zack. Und habe zum Schluss mit dem Taschenrechner ausgerechnet, das wäre ein Volumen von 9,0432 Kubikmeter. Beispiel, es liegt ein Rohr mit einem Radius von 1,2 Zentimetern, das ist nicht viel, auf 20 Kilometer Länge. Wie viel?
Kubikmeter sind da drin. Könnte eine Aufgabe sein. Oder ich habe 380 Kilovolt, also das sind die Hochspannungsleitungen, die ganz großen, die wir so hier in Deutschland haben. Und es fließt nur ein Strom von 2 Milliampere. Wie viel Leistung steckt dahinter, in Watt, wenn es geht? Naja, das gleiche. Kilo heißt 1000 und Milli heißt 1000stel. Die kürzen sich raus. 380 mal 2 ist 760 Voltampere. Ein Voltampere ist ein Watt, also P ist 760 Watt. Ich denke mal, das genügt. Die Links jetzt zum Schluss und die dazwischen, die dienen nochmal dem weiteren Gucken. Also ihr könnt nochmal gucken, was man da so alles anstellen kann. Ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.